In diesem Video erkläre ich euch ganz einfach erstens, was Akkordumkehrungen sind, zweitens, wie ihr sie am Klavier spielt und drittens, wie ihr sie in euren Liedbegleitungen einsetzen könnt. Hi, ich bin Pianola Muse. Was Akkordumkehrungen sind, das wisst ihr ja schon aus diesem Video, aus dem letzten Video. Für alle anderen, die noch nie etwas davon gehört haben, fangen wir jetzt ganz von vorne an. In der Musik bezeichnet eine Umkehrung eine Veränderung der Reihenfolge der Töne innerhalb eines Akkordes, ohne dass sich die Töne oder die Funktion des Akkords ändert. Ich zeige euch jetzt anhand von C-Dur, wie man Akkorde umkehrt. Dieses Prinzip könnt ihr dann auf alle anderen Tonarten anwenden. Wir starten mit C-Dur, der Grundstellung. Die Töne lauten C, E, G. Die Grundstellung besteht immer aus Terzen. Wir nehmen den Fingersatz 1, 3, 5. Die erste Umkehrung ist der Sechstakkord. Der besteht aus einer Terz und einer Sechst. Die Töne lauten E, G, C. Und wir nehmen den Fingersatz 1., 2., 5. Die zweite Umkehrung ist der Quartsechstakkord, besteht aus einer Quarte und einer Sechste. Die Töne lauten G, C, E. Und der Fingersatz ist der 1., 3., 5. Finger. Danach kommt wieder die Grundstellung. Ein einfacher Trick, wie du das selbst machen kannst, ist, dass du den untersten Ton immer nach oben schichtest. Die linke Hand, wir nehmen bei der Grundstellung den 5., 3., 1. Bei der ersten Umkehrung, dem Sechsakkord, den 5., 3., 1. Und bei der zweiten Umkehrung, dem Quartsechstakkord, den 5., 2., 1. Danach kommt wieder die Grundstellung. Das gleiche Prinzip wendest du auch bei vier Klängen an. Den Link dazu findest du rechts oben. Akkordumkehrungen bringen mehr Farbe und Abwechslung in die Musik. Für die Stimmführung ist die beste Wahl, dicht aneinanderliegende Töne zu verwenden. Nehmen wir mal das Beispiel Alle meine Entchen. Bei Alle meine Entchen hast du drei Akkorde, C-Dur, F-Dur, G-Dur, wenn wir auf C beginnen. C-Dur, dann F-Dur. Anstelle jetzt hier hoch zu springen, nehme ich die nächstliegenden Töne. Das ist der Quartsechstakkord in F-Dur. Und kann dann gleich wieder auf C-Dur wechseln, anstatt dass ich hoch und runter springe. Auch jetzt beim Wechsel nach G-Dur, anstelle jetzt hoch zu springen, die Töne bestehen ja aus G, H, D, kann ich den Akkord ja auch in Sechstlage spielen, also hier unten. Dadurch habe ich eine sehr nahe Verbindung von C-Dur, dem vorigen Akkord, und kann wieder zurückwechseln. Quasi mit jedem Stück machen. Musik ist mehr als nur Töne. Entdecke in diesem Video, wie du mit musikalischen Ausdrucksformen wie Legato und Staccato deine Interpretation auf ein neues Level hebst.